Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Ein herzerfrischendes Moin Moin von meiner Seite aus. Hier, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Ich check nochmal kurz die ganze Geräte. Kamera läuft. Cool, hallo. Das Spiel an sich läuft. Mein Timer läuft. Ich bin da. Ihr seid da. Ja, perfekt. Besser kann es nicht laufen. So, dann wollen wir mal starten. Wir gehen ja jetzt, warte mal, genau, Reise nach Hand. Hä? Ich befinde mich auf dem Weg nach einer gewaltigen Zwängeruine. Dort sollen sich die legendären Augen der Falmer befinden. Kalia und Brynjolf erwarten mich im Innen. Ach, im Innern, oh Gott. Gemeinsam wollen wir verhindern, dass Mercer frei die Augen stiehlt und sich mit Nocturnal Skelettschlüssel aus dem Staub macht. Ja, das gehen wir jetzt an. Ich musste gerade eben an, als ich hier gemacht habe, da musste ich an... Ach, verdammt, wie heißen die noch? Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute unter euch, die die kennen. Ansonsten packe ich, wenn ich das jetzt nicht vergesse, meinen Link in die Beschreibung rein. Ich überlege gerade, Irgendwas mit German, das weiß ich. Irgendwas mit Deutsch. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls solche Strichmännchen. Zwei Stück, also zwei Strichmännchen, ne? Zwei Jungs. Daraus haben die dann, also die Macher haben daraus einen Film gemacht. So in Episoden aufgeteilt. Und da gibt es dann einen Charakter, also ein weiteres Strichmännchen, das unter Tourette leidet. Das ist so... Es ist echt brutal, aber auch mega, mega knuffig irgendwie. Ne? Weil, ach, ich weiß auch nicht. Das ist einfach nur schön. Ich kann es jetzt nicht beschreiben, weil sonst müsste ich wieder so loslachen. Und das kann ich mir... Wieso müssen wir... Oh Gott. Gut, warte mal. Was ist denn der kürzeste Weg? Ich glaube... Hier. Ich brauche ein Pferdchen. Mann, ey. Das wird jetzt eine Tortur hier. Gut. Aber macht nix. Wir schaffen das auch so, nicht? Und irgendwie hätte ich vielleicht noch mal ein paar, ja, ich weiß nicht. Huch, achso, wollte gerade sagen, so, huch, Grafikfehler. Nein, das war ein Busch. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hätte vielleicht mal ein paar Tränke mitnehmen sollen. Das ist eine Spinne. Mitten auf der Straße ist eine Spinne. Da unten links, pass auf. Das sind zwei Spinnen. Scheiß die Wand an. Die nehmen wir gleich mal mit. Frostspinne. Oh, und ein Drache. Wo ist er? Da ist er. Oh, den greife ich jetzt nicht an. Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Nee. Hier, Frostbissgift, jawohl. Kannst jetzt machen, was du willst. Ich werde dich nicht angreifen. Nee, das mache ich noch nicht. Nee. Das sieht aber auch echt brutal aus, ne? Ganz ehrlich. Habt ihr eigentlich schon mal die Gelegenheit... Hattet ihr schon mal die Gelegenheit, einer Spinne bei der Häutung zuzuschauen? Spinnen häuten sich. Ohne Witz. Pflanze brauche ich nicht. Spinnen häuten sich. Und ganz ehrlich, es sieht später, wenn sie fertig sind, extrem... Es sieht gruselig aus. Allgemein sieht es irgendwie ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt vorwegnehmen möchte. Aber ihr müsstet mal da so ein bisschen bei YouTube gucken. Ne? Guckt da mal ein bisschen euch schlau, so von wegen Spinnenhäutung. Da gibt es dann ein Video, was absolut krass ist, wo man dann auch wirklich sehen kann, wie die, ich sag mal, wie die alte Haut aussieht, nachdem die Spinne sich gehäutet hat. Es ist so krass, ganz ehrlich. Also, so eine Schlangenhäutung ist ein Witz dagegen. Laufe ich gerade überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Nee, also wirklich, das ist. Oh, Eiswölfe.
So, wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Komm her. Da kommt er. Boom, Baby. Hab dich. Ja, auch nicht schlecht, noch ein bisschen Pelz mitnehmen hier. Huch. Geil, Omat. So. Da kommt eine kleine Wandertruppe. Wachen aus. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfriks Sturmmantel erwartet sie. Ja. Das sind hier nämlich die Wachen, genau. Der Sturmmantel, also sprich von Ulfrik. Ja, und oh, ich hab grad. Oh ja. WhatsApp hat gerade gezwitschert. Beziehungsweise gepfiffen. Guck ich dann gleich mal nach, wer mich denn da Schönes angeschrieben hat. Wo war ich eigentlich vorhin stehen geblieben? Bei den Spinnen, ne? Ist echt, also gut, ich weiß nicht, wenn es Leute unter euch gibt, so die sagen so, Spinnen, igitt, ne? So, dann guckt das lieber nicht, ich weiß es nicht. Aber für diejenigen, die Spinnen interessiert sind, die sich so sagen, okay, Spinnen sind vielleicht eklig, aber mich interessiert das dann schon irgendwie, guckt euch das unbedingt an. Also, das ist der absolute Kracher. Das Ding ist, dass die Spinne für die Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis sie mit der Häutung fertig ist, weil sie das mit einem Rutsch durchzieht sozusagen. Also es ist nicht so, dass sie das so macht wie die Schlange, weißt du, bewegt sich weiter, aber häutet sich dann noch währenddessen. Die Spinne sucht sich einen Platz aus und verharrt dort dann und zieht sich dann sozusagen den Mantel aus. Und das kann, glaubt, das dauert wahrscheinlich über mehrere Stunden, weil die Videos werden dann in Zeitraffer angezeigt. Also so Zeitraffer abgespielt, ich weiß nicht in welcher Geschwindigkeit. Und für die Zeit, wo die Spinne sich häutet, ist sie extrem angriffsbedroht, sag ich mal so. Also eine leichte Beute. Boom, so wie der Wolf gerade eben. Und Eiswolf. Nummer 1. Nummer 2. Ups, den hätte ich jetzt gar nicht mehr ziehen müssen. Und wegstecken. Ja, für die Zeit ist sie halt... Nein. Okay. Ist sie sehr anfällig. Ja, sie kann leicht angegriffen werden, weil sie sich überhaupt nicht wehren kann. Und wenn sie dann mit der Häutung fertig ist, also direkt danach, liegt sie dann erstmal stumpf auf dem Rücken und fängt und zittert nur ganz kurz, weil die so erschöpft ist. Das ist eine riesige Anstrengung. Und oh, der absolute Kracher. Wirklich echt. Oh, da oben sind... Okay. Wir wollen hier links. Traumhaft. Ich habe mir auch schon mal überlegt, mir eine Spinne anzulegen. Ja. Oder zuzulegen. Nicht anzulegen. Zuzulegen. So ist richtig. Anzulegen. Ja, komm, hier. Ab auf die Brust. Passt. Habe ich schon mal überlegt. Also jetzt nicht anzulegen, sondern zuzulegen. Also mit Terrarium und allem Pipapo. Aber irgendwie... Ja. Ach komm, lass mal lieber. Man weiß ja nicht, ne? So eine Spinne ist ja eigentlich recht pflegeleicht. Allerdings glaube ich, dass es da mit der Haltung irgendwie so leichte Probleme geben wird. Allein schon, weil es halt ein exotisches Tier ist, ne? Deswegen könnte es Problemchen geben. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt jetzt richtig laufe. Aber ich glaube schon. Oh, da ist ein Drachenkopf. Ein Drachenkopf ist immer ein Zeichen dafür, dass da ein Drache ist. Deswegen auch der Drachenkopf. Und ich bin richtig. Cool. Ja, wir sind jetzt in Hand da. Das ist eine Truhe. Oh. Ducken. Hey. Von wo? Von wo? Von da. Nein. Ihr könnt euch von mir nicht... Oh. Ey, von wo? Was wo? Ey, cool. Der schießt durch die Dinger durch. Das kann ich auch. Pass auf. Gut, aber auch nur dann, wenn er stehen bleiben würde, ne? Ah, gut. Okay, treffen muss man dann nur noch. Jetzt bezahlt ihr.
Ach, das ist sie. Auch nicht schlecht. Oh. So. Ich glaube, da habe ich noch eben gerade... Oh, da habe ich noch einen Punkt gesehen. Doch, richtig gesehen. So, mal kurz eben... plündern hier. So, goldgrüner Apfel. Uff, nö. Truhe. Lehrling. Nein. Nein. Ah ja. Gold. Zaubertrank der Heilung. Perfekt. So, da haben wir noch ein paar Zaubertränke. Ups, nein, hier, die Taste muss ich drücken. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. So, dann wollen wir mal gucken, wo die gute Frau denn ist. Ah ja. Oh, was? So, ich glaube, das waren jetzt aber alle. Ja, wobei, da kommt bestimmt noch mehr. Gold. Eisenpfeil, Stahlpfeil, ja komm. Ups. Nee, das war jetzt. Habe ich jetzt den mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Oh, so. Hier haben wir sonst nichts mehr. Okay, jetzt müssen wir nur hier irgendwie raufkommen. Warte mal, wo ist denn hier der Weg? Das sieht nach einem Weg aus. Oh, Bärenfalle. Die Fallen lösen wir jetzt nicht mehr aus mittlerweile. Guck, wir können da einfach rüberlaufen, wir lösen nichts mehr aus. Das ist auch schon sehr gut. Ich will nur das Schleichen vorantreiben, denn was die Hauptquest angeht, bräuchte ich so schnell wie möglich halt das Schleichen, sodass wir nicht entdeckt werden, wenn wir schleichen. Ja, denn bla, bli, blob, wisst ihr Bescheid. So, ne? Ah, hier noch ein Trank. Danke. Da ist ein Stuhl, das ist so göttlich. Teilweise. Ups, falsche Taste. Moment. Da ist der Fall. Komm her hier. Danke. Es ist teilweise so göttlich, welche, ich sag mal nicht Ironie, aber so ein bisschen Spaß hier in dem Spiel drin. Das war so ein Stuhl. Kannst du, oh, das ist super. So, auf, setz dich hin. Kannst erstmal hier die schöne Ausblick, den schönen Ausblick genießen, weißt du, so. Hat eigentlich auch schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat schon was. Ja, aber trotzdem, dass er einfach so im Stuhl steht, finde ich schon cool. Ja, es sind halt die kleineren Dinge, die den Menschen fröhlich stimmen. Das war jetzt aber sehr gut gesagt. So, ich muss mal... Ah, siehst du, da ist noch einer. Nehmen wir gleich mal mit. Da kommt noch einer, habe ich gerade ganz kurz gesehen. Oh, schon entdeckt. Gold, Goldbarren, Zaubertrank der Magiker brauche ich nicht. So. Da. Was war das? Ey, guck mal, voll. Ja, Kopf getroffen. Oh, da unten ist noch einer. Oder oben. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ach nee, oben, okay. Da müssen wir eh hin. Habt ihr gerade gesehen? Da, genau. Da müssen wir hin. Aber wir gucken mal vorher noch, was hier so alles liegt und sein könnte. Naja, es kann ja mal sein, dass hier irgendwie wieder eine Truhe versteckt ist oder so. Was heißt versteckt? Dass eine Truhe hier so einfach rumliegt. Kann ja sein. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen Hebel. Damit können wir wahrscheinlich hier die Tür aufmachen, ne? Ich hab's gesagt. Aber gut, dass wir schon mal hier auf der Seite sind, ist auch nicht schlecht, weil dann kann ich gleich mal kurz den Weg da hochgehen. Vorher plündere ich nochmal die Frau hier. Ups, nein, jetzt habe ich den Bogen mitgenommen. Jagdbogen, pass auf, den kannst du wieder haben. Den brauche ich nicht. Stahlpfeil, Eisenpfeile, Spitzhacke, Eisendolch. Gut. Aber nochmal zurück zum Thema Spinnen. Was haltet ihr denn so von Spinnen? Würdet ihr euch auch eine halten wollen oder doch eher nicht so? Oh, der ist aber... Oh Gott. Okay, gleich mal hochheilen.
Oh, das war jetzt sehr knuffig. So, warte mal, der kommt gleich wieder. Da kommt er schon. Da, fast. So. Nur aber. Voll runtergefallen, ey. So, zurück zu meiner Frage. Würdet ihr euch eine Spinne halten wollen? Und wenn ja, auch so eine... Also ich tendiere ja so Richtung Tarantel. Ne? Also Tarantel ist ja so die Standardspinne, die man sich normalerweise hält. Also so die, die sich halt die meisten halten. Und da tendiere ich halt auch zu, eine Tarantel. Aber wie gesagt, seid ihr auch so der Meinung, ja, Tarantel würde ich mir auch gerne halten wollen. Oder dann schon so eher, nee, lass mal. Dann lieber irgendwie, keine Ahnung, für so, so Kanarienvögel oder ein Leguan oder so. Na, wobei, ganz ehrlich, ich finde ja, man sollte den Tieren dann schon ihren Freiraum lassen. Also sprich, gar keine Tiere erst halten. Zumindest nicht solche exotischen Tiere, ne? Also das ist dann schon ein bisschen... Oh, ich muss noch eine Etage höher. Okay, alles klar. Goldtarnung? Nö. Ach hier, die Schuppenstiefel nehmen wir mal mit. Und die Axt. Ja, warum nicht? Weiß jetzt gar nicht, ob ich die Verzauberung schon gelernt habe, aber ist egal. Oh, es wird auch schon dunkel, sehe ich gerade. Es wird auch schon dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. So. Wir sind vor den Toren. Jawohl. Nix. Was die für Namen sich teilweise ausdenken, ne? Ihr knackt die Hand. So, aber ist egal. Wir sind jetzt hier vor den Toren. Begegnen gleich Kalia und Brynjolf, beziehungsweise Brynjolf und Kalia. Auf der Jagd nach... Gallus wollte ich gerade sagen. Auf der Jagd nach Mercer. Das allerdings alles in der nächsten Folge, denn mein Tacho schreit hier nämlich gleich wieder von wegen Zeit abgelaufen. Und um das Ganze mal zu vermeiden, drücke ich jetzt auf Stopp, verabschiede mich von euch, setze nochmal die Zeit zurück, denn ich hänge jetzt noch eine Folge dran. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet auch dann wieder ein, freue mich auf mal ein kleines Feedback von euch. Bis dahin, sagt Tschüss, euer The One Hand Gamer.